Am Flächenrand steht eigentlich ein Fünfer-Team. Also wer zählen kann, sieht aber nur drei. Und zwar ist das ein Team, was aus einer Kooperation besteht. Seit Jahren arbeiten wir in Niedersachsen sehr eng zusammen. Und dieses ist eigentlich ja, ein Fünfer-Team, wozu drei Mädels aus Rothenburg gehören mit einem Ersatzmädel aus Rothenburg. Und die vierte Person kommt aus Hannover und die fünfte Person kommt aus Wolfenbüttel. Und die Mädels trainieren quasi im Heimtraining auf diese Choreos und wir treffen uns regelmäßig am Wochenende und auch zu Trainingslagern, damit wir dann gemeinsam trainieren. So kann man halt wirklich die besten Sportler in Niedersachsen bündeln und auch auf die Fläche bringen. Weil es gerade schwierig ist, in einer Altersklasse wirklich immer genügend Mädels mit einem Leistungsniveau zusammenzubekommen. Die Mädels wollen sich aber trotzdem mal präsentieren mit ihrer Choreografie. Man wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehen, dass da jemand fehlt, was sie dann gerade heute nicht zeigen können. Aber ich denke, da hat dann jeder Verständnis für. Und die Mädels wollen trotzdem zeigen, was sie können.